Wenn ich nicht runterrutsche. Nein! Ja, halli, hallo, liebe Update-Freunde, ich bin Satenji. Und ich bin der Update-Angelo. Und wir sehen uns, nein, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ah, Mist, den Witz habe ich schon mal gebracht, ne? Nee, wir spielen Fake Robocraft. Und warum schaue ich denn auf den Mond? Ganz einfach, es gab ein krasses, fettes Update. Und zwar ist es im Countdown 1 zum Megabot. Da kommt nochmal ein Update. Und danach kommt erst das voll fette Megabot-Update. Und was hat sich geändert? Zu einem, ja, sehen die Laserwaffen anders aus. Guckt euch mal an, wie beschissen die SMGs gemacht haben. Ich finde die nicht so schön. Weil die sehen so, na, wie soll man sagen? Die sehen aus wie unfertige Modelle irgendwie, ne, Angelo? Das ist so Crowd-Shading. Sehen aus wie, sehen halt aus wie Mann. Ja, die sind so unfertig aus, wie Prototypen irgendwie, total ekelhaft. Aber okay, muss man halt mit leben. Die sehen jetzt halt immer so aus, wie sie sind. Und dann gab es noch ein richtig fettes Update. Und zwar kommt ja bald, die Megabots kommen ja dann irgendwann. Ich weiß immer noch gar nicht genau, was das ist. Ob das jetzt NPCs sind oder ob das Spieler-Dinger sind. Aber die haben eine neue Waffe entwickelt. Angelo, ja, zeig uns die Waffe. Tada! Riesig, glaube ich zumindest. Ich habe sie noch nicht gesehen. Und das ist die Megabot-SMG, ne? Die ist auch Tier 10 und sie ist halt ein bisschen stärker als andere Waffen und kostet auch dementsprechend. Passt auf, um sie freizuschalten, muss man, wie war denn das, 900 irgendwas, also fast 1000 Tech-Points ausgeben, hier unten, die Mega-SMG TX. Kein Problem, ich hatte 2000, also 2000 irgendwas hatte ich, jetzt habe ich bloß noch 1200, oh mein Gott, so wenig Tech-Punkte bloß noch. Und das Krasse ist ja, ne? Das Ding kostet, Moment, falsch gedrückt, das Ding kostet, also hier, 1 Million. Alter, wollt ihr mich verarschen? 1 Million! Ja, und ihr seht ja, wie riesig die ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe die noch nicht gesehen. Aber sie macht nur 7182 Damage. Im Gegensatz zur alten Tier 10, also zu der normalen Tier 10, macht die 4200. So, ist die Frage, ob sich das lohnt. Wir schauen uns mal die CPU an. Oh! CPU hat 250, die alte hat plus 28. Das heißt, ich würde von der ja vielleicht 8 oder 9 drauf bekommen, während ich hier nur eine drauf bekomme. Und 8 oder 9 mal 400, also 4000, ist irgendwie mehr als einmal 7000, ne? Ja, und das Ding ist halt einfach riesig. Das muss das mal draufkriegen, hat eine höhere Masse. Die Frage ist dabei natürlich. Also 3 würde ich draufkriegen, auf den ganzen Feld. Ja, klasse, 3 Stück, das ist schon mal cool. Das heißt also, ist es das wert? Schießt die vielleicht schneller? Die hat ja 2 Rohre, vielleicht schießt die doppelt so schnell. Wir werden es nachher sehen. Erstmal würde ich gerne noch sagen, was sie noch geändert haben. Abgesehen jetzt von, sehr cool zum Beispiel die Ketten, die sind jetzt symmetrisch, also alle Komponenten sind symmetrisch, egal wie rum man sie dreht. Also auch die Ketten sind jetzt so rumgedreht wie andersrum gedreht, auch symmetrisch. Die Hitboxen sind alles perfekt gleich geworden. Das ist schon mal was sehr Gutes, was ich schon mal gut heiße. Irgendwas haben die abgeändert, wenn man irgendwelche Walker heilt, dass sie nicht mehr rumfliegen, keine Ahnung. Spawning Improvement, da zeige ich nachher auch nochmal was, die spawnen halt ein bisschen anders. Ich muss mal kurz schauen, die haben auf der Map die Kollision geändert. Ne, das immer, man wollte ja immer so an so einen Berg vorbeischießen, hat trotzdem noch den Berg getroffen, obwohl da eigentlich Luft war. Die haben sie verbessert in der ganzen Maps, irgendwie haben sie da versucht, was zu bessern. Das finde ich sehr gut. Und jetzt etwas, was ich sehr interessant finde, ist, zwar haben die Railgun, Railgun, ich weiß, wie spricht man das denn richtig aus, Leute? Sagt mir eigentlich, das mal. Das ist ja eigentlich ein Schienengeschoss. Railgun, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie die jetzt gebufft. Ja, Buff ist ja immer was Gutes, also was Verbessertes. Und zwar hat die 20 Sekunden gebraucht, um nachzuladen, jetzt braucht sie bloß noch 12, also 8 Sekunden Unterschied. Dann wurde der Damage von der Tier 9 Waffe um 12,5% erhöht und bei der Tier 10 Waffe auf 25% erhöht, also ein Viertel mehr Damage macht die im Tier 10 Bereich. Plasma hat auch einen Buff bekommen, der macht jetzt, also auch, der macht jetzt 5% beim T9 und 10% mehr bei Tier 10. Also ist ein Buff. Wir regen uns ja sonst schon immer auf, ne? Dafür auch was Gutes, der Nano, die Nano haben es auch einen Buff bekommen beim Heal. Die Heal-Rate hat sich erhöht.
12,5% bei Tier 9 und 25% bei Tier 10. Was ja geil ist. FPS-Improvements gab es, weil die irgendwas abgeändert haben. Also gibt es mehr bessere FPS. Was gibt es noch? Ein bisschen was mit der Friction haben sie abgeändert, also der Reibung und der Bodenhaftigkeit und so. Irgendwas mit Fliegen, Wheel. Die SMGs sehen beschissener aus, haben auch einen anderen Sound. Ja, sowas halt. Und noch ein paar Kleinigkeiten, Bugfixes und so. Da müssen wir nicht drauf eingehen. Aber gerade was die FPS angeht, habe ich nämlich vor uns mitbekommen, und ey, das finde ich echt krass, ne? Ich habe vorhin mitbekommen, dass meine Settings auf Fastest sind, also das Schlechteste, was es gibt. Ich dachte die ganze Zeit, ich spiele auf eine gute Dings. Und dann sagt Anschluss, ich spiele auf Fantastic. So, und ich schalte das jetzt wieder auf Fantastic. Ich wollte sagen, guckt mal den Unterschied. Seht ihr den? Den sieht man doch sofort, oder? Ich weiß nicht, ob man es im Video genau sieht, aber das sieht man hoffentlich sofort. Mal gucken, ob Anschluss den auch erkennt, den Unterschied. Aber ich werde das immer so weiterspielen, weil es läuft eigentlich. Ich kann das auch aufnehmen. Hoffentlich mal, dass es besser läuft, dass es gar nicht so schlimm ist. Ja. Gut, dann möchte ich mir jetzt gerne mal diese riesige Waffe anschauen. Und mich würde auch mal interessieren, was im Tier 10 Bereich los ist. Da rennen sie vielleicht alle damit rum. Vielleicht bin ich der Einzige mit normalen. Wir werden es sehen. Okay, Anschluss, dann auf in ein normales Schlacht. Wir werden nachher noch ein normales Schlacht? Ein normales Schlacht. Wir werden nachher noch ein Boss-Battle machen. Da haben sie nämlich die Spawn-Punkte abgeändert. Finde ich krass, weil da kommen echt spannende Kämpfe zustande, weil man da echt aufpassen muss, weil die echt fett werden. So, wir haben Matchmaking haben sie abgeändert. Seht ihr das? Richtig geil. 4 SMGs. Perfekt, perfekt ausbalanciert, Angelo. Abgesehen davon, dass sie einen Bomber, einen Flugbomber haben und wir haben keinen. Hä? Die haben nur einen Flugtyp? Krass. Okay, der hat normale Waffen. Wheelguns hat er drauf. Der ist ein Heiler. Da hinten ist Olegna. Mit einer großen Waffe. Ich muss erstmal hinfahren. Ich bleib mal stehen, Anschluss. Ich muss mir das erstmal genüsslich anschauen. Ey, guckt euch das mal an, ne, wie das aussieht. Es gibt Schatten, Alter. Weil anstatt von uns gesagt, haben die was an dem Schatten geändert? Alter, es gibt Schatten. Ich so, hä, wie Schatten? Es gibt Schatten? Das ist also diese super fette Megawaffe. Mhm. Ha, okay, so riesig sieht die gar nicht aus. Aber Der Kreis ist ziemlich groß, weil wenn ich jetzt drehe, siehst du ungefähr. Ja, schieß mal. Ah, die schießt immer zweimal, oder? Die macht Doppelschuss. Ne? Die macht Doppelschuss. Ah, hört ihr den Sound? Langsam. Ja. Der Sound ist so krank. Komm mal schon, let's go. Lass uns mal ein paar Gegner umbringen. Aber es ist krass, ne? Es sieht schon, also es hat was natürlich, so ein fettes Ding. Aber ich finde auch, der Sound hört sich echt interessant an. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Man muss sich immer erst irgendwie an so ganzes Zeug. Oh, das ist auch abgestürzt. Die haben jetzt auch die Symbole abgeändert, wie man sieht. Das heißt, Striche oben bedeutet, die können fliegen. Toll, das ist ein Walker und der hat Striche nach oben. Bestimmt, weil er irgendwas noch dran hat. Irgendwelche Düsen oder irgendwas. Ja, und viele der Flieger haben sich alle beschwert. Ah, oh mein Gott. Man stirbt so schnell, weil viel mehr SMGs drin sind und alles. Keine Ahnung. Da unten ist der Typ. Der Plasma-Bomber. Einmal hatte ich ihn schon nicht getroffen gehabt. Na, wann bombt er denn? Jetzt hat er gebombt. Alter, deine Waffe neben mir. Summ, summ, summ. Die Frage ist zu langsam. Ich würde gerne mal ein richtiges Battle sehen. Ich würde mich immer interessieren, ob die. Aber wenn die doch immer Doppelschüsse macht. Ah, ich fall runter. Oh, da war eine Wheelgun. Oh, hat die deine Waffe abgeschossen gerade? Nein. Ich bin mit runtergesprungen. Anschluss, die Frage ist, wenn die mich Doppelschuss macht, dann macht die ja theoretisch 14.000 Schaden. Ist aber immer noch weniger als 8, 9, 4.000er. Zerpflück ihn. Ich zerpflücke mit. Aber es bringt nicht viel. Ich treffe wahrscheinlich dich die ganze Zeit. So. Aber die hat auch öfters da drüber geschossen, ne? Über zu hoch ist. Okay. Das hat mich gerade anvisiert. Warte, ich muss mal weg. Das war wahrscheinlich der, oder? Ah, ne, irgendwas, ja. Wo sind denn die ganzen Gegner? Da hinten ist noch einer. Aber, War bei denen hoch. Ja. Aber sieht fett aus, das Ding. Was ich noch sagen wollte, es gibt ein Event. Also diese Woche ist erstmal die Waffe freigeschaltet worden. Und mir wurde ganzer Laser weggeschossen. Es gibt nächste Woche ein Event. Und da wird gezählt, wie viel Kills man mit der Monster-SMG macht, also mit dieser Mega-SMG macht. Und wenn man es schafft, in der nächsten Woche 100 Kills zu machen mit der Mega-SMG, dann bekommt man beim Release von dem Megabot irgendwie eine grafisch anders aussehende SMG, Monster-SMG-Waffe. Die sehen dann irgendwie anders aus. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das dann äußern wird, ob das einfach nur eine andere Farbe hat oder irgendwas.
Werden wir sehen. Also ich weiß nicht, ob ich sowas farmen kann. Das werden wir mal im Auge behalten. Na, ich probier's mal. Na, ich möchte auch eigentlich. Also können wir vielleicht mal nächste Woche anschauen, irgendwie mal so eine Farm-Session einlegen oder so. Bisschen rumballern. Oder vielleicht mal ein Livestream, ich weiß es gar nicht, sondern mal einen Abend einfach mal rumfährt, die ganze Zeit rumballert oder so. Müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt gar nicht so viel gemacht hier. Wir haben einen umgenietet irgendwie. Du hast doch alles dran, ne? Na, die Kette ist ein bisschen beschädigt worden, ja. Aber die fette Waffe ist noch da. Sonst habe ich keinen Schuss abbekommen. Aber die schießt doppelt, ne? Also wenn sie Doppelschüsse macht, können wir sie 17.000 machen. Ne, 14.000 macht sie dann an Schaden. Oder 14 bis 15, fast 15.000 macht sie dann an Schaden. Ja, ist aber doch... Schieß mal geradeaus ganz. Ja, die Kleinen schießen schneller, ne? Natürlich. Vielleicht haben die doch den gleichen Geschwindigkeitsoutput, sage ich mal. Weil die Kleinen schießen halt schneller und die Große schießt halt dafür langsamer, aber dafür doppelt. Wer weiß. Die Frage ist, Anschluss, raust du dich mit dem Ding in einen Boss-Battle? Angucken kann man sich ja mal. Ja, wir haben heute schon eins gemacht, für First Victory, haben wir offscreen gemacht, weil ich einfach ein bisschen Geld sammeln wollte, weil 631.000, 1 Million kostet das Ding, ich will es natürlich auch haben, ganz klar. Das wird doch hier perfekt draufpassen, 3 Beine und so, ja. Okay, Anschluss, dann mach mal Boss-Battle. Und dann zeige ich euch nämlich mal die neuen Spawn-Punkte. Sieht echt geil, also es gefällt mir. Wir müssen echt taktischer vorgehen jetzt. Wir müssen uns verstecken und sowas, weil es echt schwierig ist. Passt auf, wir werden es erstmal... Oh, was? 6er und 7er nur? Alter, nur Plasma. Guck doch mal, nur Plasma. Prima, das wird ja toll. Alter. Ja, da meine Waffe bald weg sein, sofort. Fuck, weil da fliegen ja noch so viel, ne? Zurückhalten, 1, 2, gucken, ob man es auf den Himmel holen kann. 4, 5... fliegende Plasma-Heinis an, da müssen wir uns echt ein bisschen zurückhalten. Also ein bisschen fahre ich vor. Die haben natürlich keinen Raygunner, das ist ja schon mal was Gutes, aber ansonsten müssen wir uns, also wir spawnen halt hier und die anderen, die spawnen alle auf der anderen Seite. Also unten auf der Karte bei I2 ungefähr, würde ich gerne zeigen, unten links quasi, da spawnen die alle. Bis jetzt sehe ich noch gar keinen. Ich frage mich gerade, ob wir in die Mitte fahren sollten, weil man da... Nein! Okay, naja, wegen dem hinter Stein hocken und sowas. Ist echt schwierig jetzt, ne? Muss echt aufpassen. Da oben fliegt schon was. Ja, na klar. Hätte mich fast getroffen. Zum Glück war es out of range. Mal, die schießen einfach so random, ne? Naja. Okay. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was ich davon halten soll. Die müssen es einnehmen, nicht wir. Wow. Da ist einer. Der hat bloß noch 18%, der ist keine Gefahr mehr, gleich zum nächsten. Die haben bloß einen Heiler und der ist Bodenfahrzeug. Von wo kam das jetzt so? Ja, die schießen überall von da irgendwo drauf. Ey. Von hinten der Schuss, oder? Nee, hinter uns ist nichts. Da hatte ich alle vor uns, die Drecksäcke. Fuck, ich hab mal dahinter, fahr mal dahinter. Eine Waffe habe ich schon verloren, ne? Ach, doch von hinten. Von hinten. Scheiße, wo kommt der denn her? Du hast recht, Angelo. Du sollst nicht immer das glauben, was ich dir sage. Ah, jetzt capture natürlich schon ein paar. Alter, diese... Nur Bomber, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Und da heulen die Bomber rum, ne? Dass sie jetzt so schnell runterfallen und so. Ah, jetzt nehmen die es ein, wir müssen gucken. Ja, ich weiß, ich hab schon... Ich wollte schon gerade gucken. Ey, das ist kacke, weil von oben... Weil die einfach die Waffen, du kannst die ja nicht schützen von oben. Du kannst machen, was du willst. Wie soll man die denn von oben schützen? Und dadurch, dass man nicht mehr losfahren kann. Oh, da war ein SMG-Typ ist hier. Oh Gott. Das wird echt interessant jetzt. Alter, das. Super, meine Waffe ist weg. Größte Waffe ist weg. Ja, na gut, das war ja irgendwie fast schon zu erwarten. Alter, ich weiß nicht, wie ich die da wegballern soll. Die ganzen Plasma-Heinis. Und jetzt haben sie das gleiche captured. Scheiße. Ja, sind schwieriger jetzt. Vor allem, warum kriegen wir auf einmal so viele Bomber, ey? Das ist kacke. Ja, schade, Leute. Das tut mir leid. Haben wir versagt. Aber ganz ehrlich, ey. So viele Bomber, willst du mich verarschen? Ja, dann machen wir jetzt normale Batches. Batches? Let's go normale Batches machen. Ich möchte ja auch noch mein fettes Ding kriegen. Ah, übrigens, der Panzer ist quasi fertig, rundum fertig gebaut. Also er ist hier quasi zu. Hier unten, leider ist es noch eine
ja, eine Luftattraktion, irgendwie eine Fake-Packung, Mogelpackung. Und hier, die Ecken sind noch nicht fertig. Eigentlich sollen die Türme bis nach hinten gehen, damit ich hier noch was aufstapeln kann, damit noch mehr Waffen dran machen. Aber ja, da fehlt mir die CPU. Und dann, wenn ich dieses riesiges Ding draufbasteln will, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt hinbekomme, dieses riesige Ding hinzubasteln. Na gut, oh nein, kein Ranked Match. Oh nein, kein Ranked Match? Wieso nicht Ranked Match? Na, ich weiß, ich bin auf Platz 4, Alter. Ich bin auf Platz 4. Na gut, mach mal einfach. Ich bin auf Platz 4 bei mir in der Liste. Platz 4, Mann. 4! Du bist doch gerade, da musst du auf Platz 1 kommen. So, 5 SMG-Heinis, 1 Plasma, 1 Railgun und 3 Heiler. Und was haben wir? 2 Plasma, wir haben keine Railgun, dafür sind aber die SMGs gleich. Also, das Matchmaking hat jetzt schon einiges, glaube ich, geändert. Ich glaube schon, dass es ziemlich viel ändert, Angelo. Gerade dadurch, dass man halt irgendwie viele, also gleichwertig viele SMGs hat und so. Das finde ich, ist, glaube ich, schon ein krasser Unterschied. Jetzt guckst du dich um und denkst dir so, Mann, die Grafik sieht ja ganz, ganz anders aus. Das ist echt, die sieht echt anders aus. Du wirst es ja dann im Video sehen, Angelo. Oh, die feiern dich, weil du die Waffe hast. Du wirst das im Video sehen, ich sag's dir. Das wirst du sehen. Der Unterschied, weil ich schalte ja mitten im mittendrin um. Dann siehst du sofort den Unterschied. Und jetzt fallen die Schatten, das ist so geil, Mann. Die Schatten sehen so geil aus. Guck mal, mein Panzer hat Schatten auf einmal. Krass, und das ist noch kein aufgefallen, ne? Oder, naja, oder das war nicht egal. Weil warum sollte er hinschreiben, ey, deine Grafikeinstellung ist ja voll scheiße. Es gibt ja gar keinen Sinn, sowas zu schreiben. Ah. Aber es ist geil, dass sie jetzt 25% mehr Heilungsrate haben. Ich weiß nicht, ob es jetzt um die Schnelligkeit ging oder einfach wie viel die gleichzeitig heilen. Ist eigentlich im Prinzip egal, ob sie die Schnelligkeit der Heilung oder die, ja, was sie heilen, wie viel die heilen, ändern. Ich glaube, die kommen jetzt schon wieder alle durch den Tunnel. Wir fahren alle hier links lang, dann capturen die bei uns. Und ja. Dann kommen wir Bomber und schießen uns an. Na, die haben ja einen Bomber. Aua, was? Von wo denn? Von hinten? Ach, da! Scheiße. Bei dir oder was? Ja, nee, ist egal. Der war ganz weit hinten, war der. Der war ganz weit hinten. Weil der hat mich halt von hinten ziemlich zerpflückt. Alter, worauf ballern die denn? Das ist total laut, ne? Der Sound gerade. Habe ich den mal lauter gemacht? Ich glaube nicht. Also der Wendekreis ist bestimmt richtig assi groß bei deiner Waffe. Das sieht man voll. Wenn die kleinen Waffen schon so einen riesigen Wendekreis haben. Na, die sind schon bei uns durch quasi. Genau, kommen wir zu denen. Feucht bei denen drauf. Naja, aber die sind nicht alle. Die kommen gerade zurück wahrscheinlich. Die brauchen schon, glaube ich, ein bisschen Kampfkraft noch. Aber wo sind die? Ich glaube, die sind wirklich bei uns drauf. Ich guck mal auf die Brücke. Der markiert aber auch keiner was, ey. Da unten sind zwei Stück. Die haben wurden markiert. Das finde ich gut. Kann ich gleich von oben drauf schießen. Wenn ich nicht runterrutsche. Nein! Nein, ich bin übrigens runtergerutscht. Oh Gott, da. Oh mein Gott, willkommen auf Snoops-Kanal, Mann. Wo alle immer runterrutschen. Oh, das ist scheiße. What the fuck mache ich denn hier für eine Scheiße, Mann? Jetzt komme ich zu euch. Jetzt haben wir den Vorsprung. Jetzt komme ich zu euch. Ja, ich bin hier. Ja, ich darf anscheinend auch nicht springen. Was ist doch F gewesen? Ach nee, Alter, wie die rösten mich. Ja, komm, wo bleiben denn wenigstens die anderen? Die könnten mich jetzt wenigstens mal irgendwie von oben drauf ballern. Wieso kann ich nicht springen? Ich habe keinen Sprung mehr drauf. Scheiße. Und ich kann auch nicht schießen, weil ich einfach verkehrt rumliege. Die zerrösten mich hier einfach. Die ignorieren mich einfach. Scheiße, Mann. Leute, wo bleibt ihr? Ja, den kann ich anschießen. Den kann ich anschießen. Von vorne. Von vorne kann ich anschießen. Ja. Dich knall ich weg, Mann. Bevor ich untergehe, knall ich dich mit. Oder dich hier. Ah, da kommen meine Freunde. Die helfen mir. Ja, geil. Geil. Ja, perfekt. Da ist noch so ein Heiler hier. Ey, von euch ist ein Heiler. Tja. Geil, Mann. Geil. Das war nämlich so geplant. Das war Ablenkung. Hey, das sagst du auch verkehrt rum? Ich bin gerade zu dir hingerutscht, ja. Ey, von wegen, man kann nicht mehr umfallen, ne? Von mit Ketten. Nee, ich stand da oben, wollte so ein bisschen nach vorne fahren. Auf einmal hat der so stark angezogen. Auf einmal bin ich voll runtergefallen. Aber ganz schön bin ich. Ja, 66.000 habe ich jetzt bekommen. Ich habe ja noch ein bisschen Damage gemacht. Geil. Coole Schlacht. Weiter geht's. So, mal gucken. Matchmaking. Ja. Boah, perfekt. 2 Heiler, 2 Plasma, Rest alle SMG. Also ich glaube, die haben das auch schon extra so eingestellt, dass es wahrscheinlich mehr SMGs gibt, damit mehr Boden-Battles quasi sind. Und der eine Plasma-Typ fliegt, ne? Einen Plasma-Typen, der fliegt, haben wir als Gegner. Das heißt, nur einer. Guck mal, bei uns perfekt ausgeglichen. Wir haben auch einen Plasma-Flug, Heini. Aber ich finde, performance-technisch haben die ganz gut gemacht. Guck mal, der Zwei-Anschluss hier, ne? Krass, guck mal, der 2, das sieht geil aus. Sieht aus wie so Arme oder so. Aber das hängt bloß an ihn dran, das ist ja noch schlimmer. Hey, aber hey, wieso kann der fliegen? Das ist doch ein Bodending angeblich. Please in, frupp. Was?
Please in Frupp? Was meint er damit? Oh, neben mir, das hat auch so ein großes Ding drauf, ne? Ja, ich sehe es. Die Frage ist, ob das irgendwas bringt, weil die fahren jetzt alle damit rum, obwohl das irgendwie gar nicht so Damage macht. Das ist dann schon komisch, finde ich. Ich will auch Damage machen. Da ist der Flugplasma-Heini. Der fliegt jetzt rüber. Weil, wie ich deinen Schuss schon wieder gehört habe, neben mir. Nöt. Ich konzentriere mich mitten auf den Plasma-Heini. Aber es fliegen jetzt auch kaum noch welche rum, glaube ich. Weil wenn du der einzige Plasma-Heini bist, der rumfliegt, ist ja klar, dass dann die ganzen SMGs auf einen ballern. So braucht ihr noch Hilfe, ja, ne? Ich schieße lieber mit auf die Gegner vor euch. Oder ich guck mal irgendwo, ob die von anders irgendwo kommen. Die müssen ja von irgendwo müssen auch noch welche sein. Und was die ändern sollten, ist, glaube ich, beim Heilen diese Animation, Alter. Weil die ist so nervig, dann sieht man manchmal gar nichts. Also diese Strahlen. Ich markiere die mal da alle irgendwie. Wo sind denn die ganzen Heiler? Ich sehe gar keine. Aber den Gegnern. Das ist schlecht, ne? So, hast du deine Waffe noch? Funktioniert dich alles? Ja, ja, ist noch da. Welche heilt werden ab und zu? Krass. Ich hoffe, dass nichts von hinten kommt. Aber es scheint eine fette Schlacht hier zu sein. Fette Materialschlacht quasi. So, schön draufhalten. Jetzt ist sie weg. Oh Mann. Ja, kommt bestimmt gleich wieder. Mal, die sind da beschäftigt, irgendwie zu heilen da drüben, wie blöd. Weil wenn ich den jetzt runterschieße auf irgendwas mit 30, ne, oder 20%, dann wird der Heiler sich da drauf konzentrieren, der Idiot, und dann knallen wir einfach seine anderen Leute weg, die gefährlich sind. Ich feuer einfach vor, geil, ne? So, wer schießt denn da noch? Der schießt noch. Der schießt... die Heiler machen Damage. Scheiße, ich habe bloß noch eine Waffe. Ich fahr mal zurück. Oh, Anschu, du wirst ja voll beballert. Ja... Ja, wir haben bloß noch einen Heiler hier stehen. Hey, da ist noch ein Heiler. Der heilt aber den anderen. Ja, ich habe keine Waffen mehr, nichts. Ja, kannst du nicht herkommen, das geht nicht. Eine Kette und das war's. Und versuch mal, dich irgendwie so zurückzuziehen, dass du nicht getroffen wirst oder so. Ich werde gerade geheilt. Ja, ich bekomme gerade meine Waffen wieder endlich. Aber ich kann nicht lenken, hier kommt gerade jemand hoch. Mist. Oh, ich komme zurück. Ich schieße schon auf den. Ich weiß nicht, was mein Heiler, unser Heiler macht, aber der zieht sich zurück gleich. Der zieht sich zurück, ja. Ich habe meine ganzen Waffen. Ich bin quasi fast voll. Der kriegt mich nicht so gleich schnell klein. Sehr schön. Die eine Waffe muss noch weg von ihm. Sehr schön. Der Heiler kommt, gut. Waffe ist weg. Na, ich habe ihn quasi auf dich aufmerksam gemacht, Anjo, weil ich da hingeschossen habe. Der hat das ja gesehen. Kommt noch Heiler. Geil, Alter. Schön niedergemetzelt. Aber wisst ihr was, Leute? Dadurch, dass es jetzt so viele SMGs gibt durch das Matchmaking, macht das auch voll mehr Fun irgendwie, weil da nicht irgendwelche immer von oben Bomben runterkommen oder so ein Scheiß, ne? Ist voll cool so. Weil das sind jetzt die Schlachten, Anschlo, wo wir gewinnen, Anschlo. Muhahaha. Ja, kann natürlich Zufall gewesen sein. Oder weil die Heiler jetzt so geil sind. Ach komm, Leute, noch ein Match machen wir noch. Eins machen wir noch. Und dann war es das schon wieder. Also in der nächsten Folge, liebe Freunde, seht ihr mich dann auch mit einer Megabot-Gun rumfahren. Alter, guck mal, wie viele SMGs das sind. Oh, die haben drüben sogar eine mehr als wir. Aber dafür haben wir zwei Heiler. Und die aber ich glaube, auf die Zeit macht die weniger Damage. Ist so das Gefühl. Weil man trifft doch nicht immer mit der... Ja, weil ist ja klar. ...langsam ist und die Schüsse so langsam sind. Ja, das sage ich ja. Und du hast bloß 7000 Damage, ne? Und eine Tier-10er macht 4000. Das wird echt schwierig, da diese 100 Kills zu kriegen. Müsst das mal hinkriegen. Weil dann müsstest du theoretisch... Hier, der hat auch noch immer einen Tier-10er drauf. Der ist die so riesig? Die wird ja immer getroffen. Naja, du musst wirklich dann, um diese Challenge zu machen, musst du... Du weißt ja auch... Wo wollen wir jetzt überhaupt langfahren? Wo sind denn die Heiler? Hier sind viele mit den Dingen jetzt dran. Da muss man echt aufpassen. Na, geh weg. Ja, von mir runter oder? Ja, würde ich gerne, aber der Heiler. Kriegen wir wenigstens einen Heiler, der mitkommt? Wir haben doch eigentlich zwei Heiler, dachte ich. Wo ist denn der andere Heiler? Ach, da ist er hier. Der ist ja neben mir. Leute, sehe ich jetzt erst. Komm, Heiler, komm. Musik ganz. Ja, stimmt, die schießen schon anders. Also für die Challenge, diese 100 Kills zu machen, musst du ja wirklich alle Waffen abbauen, nur diese eine drauf haben, ne? Und dann musst du die Kills kriegen. Ich glaube, Assists zählen da nicht. Es müssen echt die Kills sein. Und zwei von den Waffen draufbauen? Und weil man ja selber gar nicht weiß, wie viele Kills man gemacht hat, ne? Muss man ja irgendwie auch mitzählen. Das heißt, alle Kills, die man geschafft hat, muss man irgendwie aufschreiben und mitzählen. Also damit man könnte noch eine kaufen. Ja, ich habe noch nicht mal eine, ey. Weißt du, so ein Bonze.
Aber Anjo zeigt uns jetzt, wie es geht. Aber warum markiert denn keiner mehr? Was ist hier immer los? Ich meine, ja, ich verstehe es schon. Ich kann es verstehen, weil... Und das würde ich sagen, ist einfach ein Fehler in der Engine oder so. Wenn die direkt vor dir sind, dann sind die alle rot. Du siehst die sofort. Und dann vergisst man oder denkt gar nicht daran, dass man die markieren muss für andere. Weil man sieht die ja und denkt, die sind markiert. Oder weil ich kein Radar habe. Das kann auch sein, Angelo. Dass die sehen die, ja, Angelo, die sehen die. Aber weil ich kein Radar habe, kann ich das nicht empfangen, auf dass ich die sehe. Das, weißt du? Kann auch sein, dass es daran liegt. Das muss ich nochmal testen. Mal ein Radar dran klatschen, ich müsste noch CPU haben. Ich klatsche mal einen nach einen dran. Aber grad, ich habe gerade einen gesehen gehabt, der wahrscheinlich markiert wurde. Ja, ja, eben. Aber wenn die Leute, die einfach nur sehen, ganz normal vor ihm stehen, dann sind die auch alle rot. Den Namen sieht man ja dann alle, ne? Und dann kommt man nicht auf die Idee, dass man ja noch markieren muss. Und das kann sein, dass dann aber der Radar einspringt dafür, für solche Fälle. Ich baue mal für die nächste Folge einen drauf und dann werde ich euch nochmal dran erinnern und dann zeige ich das. Wir nehmen jetzt gleich noch eine Folge auf. Ja, auch wieder erstmal alleine, weil ich immer noch nicht genau weiß, wie ich das jetzt mache mit dem Mitspielen und so. Und gerade macht's auch Fun, muss ich sagen. Also es nicht vielleicht unbedingt wegen dem Update, weil jetzt neue Waffe und so, sondern einfach, ja, allein schon die Tatsache mit dem Rumschießen, ne, dass man mehr Bodenfahrzeuge hat, mit mehr Laser. Das sind viel krassere Battles irgendwie. Geil, guck mal, alle zwei Medics sind mitgekommen. Wie dumm ist das denn? Einer hätte doch gereicht, der andere hätte mit verteidigen sollen. Ah, dumme Medics. Sind alle tot von uns da hinten. Oh, der Deut durch die Mitte wird geschossen. Angelo, fährst du runter? Ja, ich fahre, ich hol mir. Na, der Medic will schon. Ah, da fliegt er ja. Ach, das ist der eine Flugheini, der fliegen konnte bei denen. Ah, nee. Das ist also ein Plasma-Typ. So, ich fahre runter. Ich versuche ihn aufzuhalten. Ist bei euch einer? Ja, ach links. So. Ich werde einfach weiter capturen. Ich hab den hier in der Seite. Den habe ich jetzt. Der ist weg. Der kann nichts mehr machen. Der ist egal. Lass den. Lass den. Der ist egal. Der macht nichts. Aber der andere, der vor dir, ja. Oh, scheiße. Und schon wieder ist er weg. Die geht übelst schnell weg, die Waffe. Die capturen übelst schnell jetzt. Fuck, man. Einer hätte da runterfahren müssen. Wir hätten die jetzt abdrücken. Ja. Weil. Es hätten sich ausbreiten müssen irgendwie. Irgendwie hätten wir das verhindern müssen. Der eine hat nichts mehr gemacht. Den konnte ich wegdrängen. Scheiße. Schade. Schade. Das Wort habe ich nicht gesagt. Das S-Wort. Wie viel Schaden gemacht? 20.277 Damage. Wow. Nice. Nice. Das hat sich richtig gelohnt. Na gut. Fürs nächste Mal, wie gesagt, haue ich hier ein Radar drauf. Und beim nächsten Mal... ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich die Mega-Waffe, ob ich die jetzt offscreen mache noch schnell. Das sind ja vielleicht 3, 4 Matches oder so. Ihr werdet es ja sehen. Ihr werdet es ja sehen. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenshi. Und ich war der Angelo. Ja, von der Noobs-Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.